Sehr geehrter Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, es ist eine große Ehre für mich, dass ich diesen Hauptstadtkongress 2018 eröffnen darf. Und ich möchte ein paar Bemerkungen machen aus meiner Sicht, was wir ändern müssen in der Zukunft und was die Forschung dazu beitragen kann, die medizinische Versorgung zu verbessern und vor allen Dingen Kosten zu verringern. Die ganze Welt hat ein Kostenproblem mit der medizinischen Versorgung unserer Bürger. Wir werden älter. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, unsere Gesundheit zu fördern, zu unterstützen, zu behandeln. Aber die Kosten steigen. Was können wir tun? Wir können die medizinische Versorgung mit Hilfe der digitalen Technik verbessern. Und darüber möchte ich heute ein paar Worte verlieren. Es findet schon in der ganzen Welt statt, viel mehr vielleicht, als wir hier in der Bundesrepublik wissen. Die Daten jedes Bürgers in Israel werden zentral erfasst und verwaltet und ermöglichen so eine Beobachtung der medizinisch relevanten Werte über das ganze Leben. In Amerika tun sich viele konkurrierende Veranstaltungen auf, die Digital Health zum Ziel ihrer Initiative gemacht haben. Ich glaube, dass wir durch den gezielten Einsatz von digitalen Technologien, von digitalen Speichern, die medizinische Versorgung der Bürger verbessern können. Bei all diesen Initiativen steht der Bürger im Mittelpunkt. Alle Daten, die Ärzte, Krankenhäuser oder andere Institutionen erheben über einen Bürger, gehören dem Bürger. Und in der Zukunft ist es auch rechtlich zugesichert, dass der Bürger mit diesen Daten machen kann, was er will. Er kann sie weitergeben, er kann sie von Arzt zu Arzt transportieren, er kann sie aber auch zum Beispiel in eine medizinische Health Cloud übergeben. Wir betreiben eine solche Health Cloud am HPI hier in Potsdam und als erste Stufe erfassen wir die persönlichen Health-Daten eines Patienten. Die Daten eines Patienten sind mehrfach geschützt und sie sind verschlüsselt. Nur mit dem Schlüssel des Patienten kann auf die Daten zugegriffen werden. So kann der Patient alle Daten, die anfallen bei Behandlungen und Untersuchungen, bei einem nächsten Besuch beim Arzt wiederverwenden. Die gesamte Organisation ist eine Non-Profit-Organisation, sodass also keine Gefahr besteht, dass die Daten in irgendwelcher Form ausgewertet werden für kommerzielle Zwecke. Wenn dann Anwendungen auf dieser Health Cloud entwickelt worden sind, können sie auch wieder dem Patienten zugutekommen. So kann der Patient sich dann mit seinen Daten vergleichen, was es für Wahrscheinlichkeiten einer Entwicklung einer potenziellen Krankheit gibt und so weiter. Wie stehen wir in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt da? Ich glaube, wir haben etwas schärfere regulatorische Bedingungen, zumindest als einige andere Länder, die uns hemmen in der Innovation, die uns hemmen, neue Möglichkeiten in der digitalen Medizin praktisch einzusetzen. Ich hoffe, dass die dafür zuständigen Verbände und die Politiker sich das genau anschauen. Es geht nicht darum, irgendwelche Persönlichkeitsrechte zu gefährden, aber es geht darum, medizinische Möglichkeiten auszuschöpfen, die signifikant das Potenzial haben, Kosten zu senken und die Qualität der Behandlung zu fördern. Mein eigener Beitrag zu Digital Health findet hier in Potsdam am HPI statt. Wir haben uns vor einer Weile entschlossen, ein Digital Health Center zu eröffnen und der erste Lehrstuhl ist mit Professor Böttinger auch besetzt und hat die Arbeit aufgenommen.
Wir werden 2 weitere Lehrstühle einrichten und dann zusammen mit der Informatik versuchen, in der Digital Health Welt nicht nur Fuß zu fassen, sondern Lösungen zu entwickeln, vielleicht diese dann auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Im Center steht sicher die Health Cloud, aber wir wollen darüber hinaus dann auch medizinische Anwendungen entwickeln, am HPI oder mit anderen zusammen, die sich auf diese Datenquellen stützen und die digitale Techniken verwenden. Wir haben große Hoffnungen, dass wir mit Machine Learning die ungeheuren großen Datenmengen, die in der Medizin anfallen, bewältigen können und interessante Muster erkennen können, die dann von Ärzten in der weiteren Forschung verwendet werden können. Wir glauben, einen Beitrag leisten zu können in die Zukunft, in einer Zukunft, in der wir die Kosten senken und die Qualität der medizinischen Behandlung verbessern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Konferenz. Es wird sicher viel Wissenswertes berichtet werden. Und ich bin ganz sicher, dass es ein weiterer Schritt in die digitale Zukunft der Medizin sein wird. Viel Erfolg.